heute zeige ich euch Unsichtbarkeitshacks, um eure Freunde zu pranken. Und zwar Hack Nummer 1 können wir direkt anfangen. Wir sind nämlich hier vom Eisladen. Wir werden nicht ganz unsichtbar, okay? Aber es ist auf jeden Fall gut genug, um ein bisschen Leute auszuspionieren, um zu gucken, was im Eisladen so vor sich geht, ohne dass es Leute mitkriegen. Und zwar Schritt Nummer 1 ist, dass wir unser Gesicht entfernen. Dann müssen noch meine Haare weg. Dann muss mein ganzer Körper am besten schwarz werden oder eine Farbe, aber schwarz macht Sinn, weil die Reling ist schwarz. Dann machen wir uns ganz klein. Blub, blub, blub. Dann brauchen wir ein Outfit, was auch komplett schwarz ist. Das ist nicht so einfach zu finden, obwohl das gibt's. Oh, das ist sehr gut. Einfach, damit wir ein möglichst unfarbiger Blob werden. Okay, das sollte... Obwohl, vielleicht das ist besser. Oh ja, das ist besser. Da sieht man weniger. Okay, wir müssen unser Gesicht noch entfernen. Okay, aber alles gut. Das Gesicht ist weg. Wir sind klein und sneaky. Dann als nächstes legen wir uns hin und robben hier zum Eisladen. Und wie ihr seht, wenn man an einer guten Stelle springt, backen wir uns hier hoch. So, okay. Und dann sieht euch eigentlich keiner mehr, weil wir sind hier so ein bisschen unter der Reling. Und wenn da keiner hinguckt, dann sieht dich da auch keiner. Wir sind nur so ein kleiner Schatten, der da liegt. Und jetzt können wir einfach mal warten. Vielleicht investigaten wir hier was. Vielleicht sind hier Leute im Eisladen. Okay, hier kommt jemand. Oh, okay, es sieht aus, als ob sie im Eisladen arbeitet. Cool, okay, mal schauen, vielleicht kommen jetzt ja Leute. Okay, hier kommt noch jemand. Oh, das ist ein Junge. Okay, der setzt sich jetzt aber hier einfach hin. Das heißt, da gibt's noch nicht viel. Hi, kann ich dir helfen, sagt das Mädchen. Was für ein Loser, sagt der Junge. Warum? Redet er mit dem Mädchen? Nur Loser arbeiten im Eisladen. Hä? Wie unfair, das arme Mädel, das ist doch nur da, das arbeitet doch nur. Hey, sagt das Mädchen, verständlich, gut, verteidige dich. Pff, die wird bestimmt in der Schule gemobbt. Oh, jetzt kommen noch mehr Leute, jetzt kommt eine Katze auf einem Rollstuhl und einer, ich glaube, der raubt den Laden aus. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Okay, die kann nicht mal den Laden richtig führen. Weil sie jetzt ausgeraubt wird, das ist doch nicht ihre Schuld. Hey, bitte nicht hinter die Theke, okay? Sie versucht es auf jeden Fall. Ich glaube, sie kann hier ja auch nichts da wirklich machen. Ich glaube, sie ist einfach weggerannt. Der eine hat sich einen Milchshake und Eis geklaut. Der andere hat eine ganze Tasche voller Geld. Der Junge sitzt dann nur da und beleidigt das Mädchen. Und jetzt haut er auch noch ab. Der Junge hat jetzt noch geschrieben, was? Ciao, Loser. Und das Mädchen sagt, wie gemein. Okay, ich habe mich jetzt wieder in meinen Charakter zurückverwandelt. Wir wollen auf jeden Fall das Mädel aufheitern. Von daher, ich kann dir was Cooles zeigen. Oh ja, gern, sagt sie. Okay, okay, cool, weil dann können wir sie vielleicht ein bisschen aufheitern. Und dann ist sie vielleicht nicht mehr so traurig. Okay, wir müssen nämlich hier in diesen Arcade-Laden. Und dann setz dich mal auf das erste Motorrad hier vorne direkt. Okay, genau, perfekt. Sie muss mich nämlich tragen. Und dann muss sie sich hier aufs Motorrad setzen. Und dann machen wir nämlich Folgendes. Wir liegen jetzt so auf dem Motorrad reingebackt, okay? Das ist das Erste. Dann klicken wir auf das kleine Haus, auf die Lupe und porten uns zu irgendeinem Haus. Und dann haben wir dieses Motorrad hier. Wir können abspringen. Und sie hat das Motorrad aus dem Arcade. Cool, sagt sie. Okay, nice. Ich hoffe, wir konnten sie damit ein bisschen aufmuntern. Und dann geht's weiter zu unserem nächsten Unsichtbarkeits-Hack. Der nächste Invisible-Hack. Wir gehen hier einfach mal in ein Haus. Und dann, pass auf, zeige ich euch, was ihr machen müsst. Und zwar müssen wir wieder klein werden, so wie ungefähr immer. Einmal ganz klein, blub, 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 blub. Dann legen wir uns hin, wie auch davor. Und dann, Achtung, einmal Charakter zurücksetzen. Und dann sind wir unsichtbar, keiner kann uns mehr sehen. Wir sind, wir haben uns aufgelöst in Luft und können mal wieder investigaten. Und wir sind sogar in der Nähe, das heißt, wir könnten sogar den Lichtschalter benutzen, wenn wir das müssen. Oh mein Gott, hier kommt jemand. Okay. Oh mein Gott. Warte, das ist der gleiche Junge von vorhin. Den erkenne ich wieder. Oh mein Gott, die sitzen auf dem Sofa. Da kann ich sie so schlecht erkennen. Yo, sagt der eine. Oh, hier ist noch irgendein Mädchen drin. Na, Baby. Yo. Oh, so ein ekliger. Luna Singer ist wieder gegangen. Gut für sie. Okay, wir sind immer noch versteckt. Gut, zum Glück hat keiner gesehen, dass wir das mit angesehen haben. Kennst du die? Schreibt der eine Junge. Gefällt dir mein Haus? Sagt der andere. Krass, oder? Ja, sick, Bro. Okay. Ja, klar. Ich kenne alle Mädels. Wir hassen ihn. Warum? Warum? Ah, Gott. Cool, schreibt der andere. Ich weiß nicht. Aber halt dich von der einen im Eisladen fern. Oh mein Gott, er ist immer noch an dem armen Mädchen dran. Die ist richtig uncool. Oh mein Gott, was ist denn mit den Leuten hier? Wie? Das ist ja so unfair. So wie alle anderen Loser hier auf dem Server. Ja, echt so. Oh mein Gott, was ist denn mit dem? Aber pass auf, dass du keinen anpisst, sonst hackt dich noch wer. Für was soll denn passieren? Okay, der trustet einfach nicht, dass es Hacker gibt. Okay, dann war der aber noch nicht so oft in Brookhaven. Als ob sowas geht. Okay, vielleicht können wir hier mit dem Lichtschalter arbeiten. Okay, wir können das Licht an- und ausmachen.
Vielleicht kriegen die das mit, vielleicht ist es ein bisschen spooky. Habe ich noch nie gesehen. Hä? Machst du das Licht aus? Hä, nein, schreibt der andere. Okay, das funktioniert gut. Wir müssen jetzt noch irgendwie... Okay, wir machen noch ein bisschen mit dem Licht. Kommen wir noch an irgendwas anderes ran? Oh, leider nicht. Wir sind jetzt hier in der Ecke. Komisch. Okay, ich glaube, der eine Junge will gehen. Er redet einfach nur mit sich selber. Ja, mir ist noch eingefallen. Das ist voll das krasse Item, was es war. Es stimmt nicht mal. Ich mach das Licht. Hier siehst du das, Junge. Hier siehst du das. Ich bin schon cool. What? Okay, er sitzt legit da alleine in seinem Haus und versucht seinem Freund zu verkaufen, dass er hier gerade das Licht macht. Der Freund ist nicht mal mehr da und er ist nur so, oh mein Gott, ich bin so ein Cooler. Dann hat die Mission leider gerade wenig Erfolg gehabt. Da müssen wir jetzt warten, dass er aus dem Haus geht, damit wir uns wieder hier rausholen können. Und dann zeige ich euch direkt den nächsten Invisible Hack. Jetzt haben wir angefangen zu schneiden. Ich hoffe, man sieht es trotzdem. Und zwar müsst ihr hier hinten hinter der Post einmal rumgehen. Und zwar muss man einmal hier einfach auf das Garagentor hoch. Und dann fährt man hier hoch in diesen super geheimen Raum. Und von hier aus kann man halt den ganzen Shelter sehen, weil ich unter der Wand bin. Okay, wie ihr seht, sind wir jetzt hier so unter der Decke reingebackt. Okay. Hier ist auch schon... Warte, ist das der Junge von vorhin? Was machst du denn hier? Oh mein Gott, so gemein. Ich dachte, du musst arbeiten, weil du arm bist, du Loser. Oh mein Gott, wie unfair. Das Mädchen sagt, was willst du denn? Wüsste ich auch gerne. Was bringt es ihm denn, wenn er auf dem Server ist und nur die ganze Zeit Leute ärgert? Geh weg, ich rede nicht mit Losern. Okay, hä? Das Mädchen sagt, ich darf auch hier sein. Okay, verständlich. Darf sie auch? Oh mein Gott, wie cool, dass wir einfach Leute beobachten können. Man sieht nichts von mir. Seht ihr das? Ich meine, ich bin, wenn ihr es sehen wollt, ich bin hier unten drunter mit meinem kleinen Kopf unter dem Laminat, aber man sieht gar nichts. Okay, der Junge sagt, nein, niemand darf hier sein, der uncool ist. Also vor allem nicht du. Okay, er lacht sie einfach nur aus, das arme Mädchen. Oh mein Gott, jetzt weint sie und rennt sie weg. Oh no, das tut mir voll leid. Okay, das Mädchen sagt, du bist fies und ist jetzt scheinbar auch einfach aus dem Laden gerannt. Verständlich, würde ich auch machen. So was Dummes von dem Jungen. Okay, wir müssen ihm irgendwie eine Lektion erteilen. Das kann ja nicht sein, dass er hier die ganze Zeit auf dem Server rumläuft und Leute terrorisiert. Wir haben ja die Insider-Informationen. Das heißt, wir können ihm auf jeden Fall eine Falle stellen und können uns an ihm rächen. Okay, ich hoffe, er ist noch da. Yes, okay, da steht er noch. So, okay, dann können wir mit ihm nämlich mal reden. Hey, Ausrufezeichen, warum mobbst du Leute? Hä, mach ich doch gar nicht, schreibt er jetzt. Das ist nicht cool von dir. Ist ja nicht meine Schuld, ich sag nur die Wahrheit. Aha, er mobbt nämlich doch Leute, er ist nämlich doch... Okay, ich dachte schon, er will sich jetzt hier rausweaseln und so tun, als macht er es gar nicht. Okay, pass auf, und zwar, ich habe einen Deal für dich. Was, Losern wie dir, muss man das halt sagen. Jetzt kommt er auch noch auf mich an, okay, Entschuldigung. Wie gesagt, ich habe einen Deal für dich. Wenn ich dir ein cooles Secret zeigen kann, lässt du das arme Mädchen in Ruhe. Ich bezweifle, dass du coole Secrets kennst, aber klar. Okay, pass auf. Dann, du musst mich einmal tragen. Okay, jetzt musst du mich auf die Bank am Spawn bringen. Und dann musst du dich da einmal auf die Bank einfach setzen. So, genau, jetzt einmal hinsetzen. Perfekt, das macht er auch. Und jetzt machen wir den gleichen Trick wie vorhin mit den Motorrädern. Nur, dass er kein cooles Motorrad kriegt, sondern zack in der Luft sein wird. Okay, wir porten uns zu irgendeinem Haus. Wir gehen jetzt einfach mal zu Haus 11. Und jetzt haben wir ihn, jetzt springen wir ab. Und haha, jetzt ist er hier in der Luft. Hey, was ist passiert? Jetzt ist er nämlich sehr in der Luft, jetzt kann er niemanden mehr ärgern. Obwohl ich ihm natürlich auch ein cooles Secret gezeigt habe. Hallo, schreibt er. Tja, sorry, dann bist du wohl stuck hier. Tut mir leid, aber das ist was mit Leuten passiert, die nicht hören wollen. Na gut, mach's gut. Viel Spaß noch, alleine. Hey, ich dachte, du wolltest mir was zeigen, schreibt er jetzt noch. Naja. So, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne, wenn ihr neu hier seid oder es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!